Ja, und wünsche einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Indexanalyse nach der Perlentauchen-Methode mit dem Agina Trader und natürlich mit den Referenten Carsten Berger und Daniel Stocksreiter. Mein Name ist Nels Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und CapTrader. Freut mich sehr, dass Sie auch heute wieder dabei sind bei dem schönen Wetter und wir wollen dann deswegen auch keine Zeit verlieren und besprechen einmal kurz den Risikohinweis. Dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Anlageempfehlung oder als Handelsempfehlung verstehen. Und ja, am Ende müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist und bleibt ganz wichtig. Dann auch nochmal offiziell schönen guten Abend, Carsten. Hallo, Daniel. Schön, dass wir heute wieder das Webinar zusammen machen können. Und ich übergebe sehr gerne den Bildschirm. Ich denke mal, Carsten übernimmt. Korrekt? Ganz richtig, dann werde ich das mal machen. Okay, meinen Bildschirm übertragen. Kleinen Funktioniert. Moment. Von welchen siehst du denn jetzt? Mit deinem Die Desktop mit Perlentaucher. Perlentaucher. Ja, den wollte ich ja nicht haben. Warte mal, nehmen wir den Aber anderen. sieht auch schön aus. So. Ja, bei den Bildschirmen, ich habe nur zwei, aber genau den falschen ausgewählt. Also, ich freue mich auf jeden Fall, heute Abend wieder an ein Webinar zu haben. 4 Wochen sind jetzt schon wieder rum. Wir haben jetzt April, das letzte war am 13. März. Und ich freue mich heute, dass der Daniel heute mit wieder am Start ist. Und das hat ja auch einen Grund. Und zwar möchten wir natürlich, dass Sie, die jetzt nicht nur zuhören, sondern auch mal eine Frage stellen. Also Sie haben, nutzen Sie wirklich die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen. Ich mache das jetzt gerne für Sie, dass ich jetzt hier die ganze Zeit einen Monolog führe. Aber Sie leben ja, sagen wir mal, wesentlich besser damit, wenn Sie Fragen stellen und Sie ziehen halt auch mehr daraus, wenn Sie wirklich nachfragen, hinterfragen. Es gibt keine doofen Fragen. Man kann sich hier nicht blamieren, sondern man kann hier nur lernen. Und ja, wenn man nicht fragt, kann man nicht lernen. Okay, Daniel, bist du bereit? Ja, ich bin soweit auch am Start, klar. Auch hallo von meiner Seite aus Wien. Ja, wir werden mal wieder eine gute Stunde wahrscheinlich verbringen. Der Carsten hat es ja schon angesprochen. Wir werden uns ein bisschen um die Fragen kümmern, damit ihr da immer wieder was reinbringen kann und richtige Fragen aufwerfen, wenn sie gerade auch reinpassen. Aber natürlich, wenn gerade eine wichtige Frage dabei ist, die Sie stellen wollen, werden wir die immer versuchen zu beantworten. Das ist so ein bisschen meine Aufgabe. Ich mache mit dem Carsten zusammen oder beziehungsweise bin im Carsten seiner Gruppe für das Perlentaucher Trading und das versuchen wir gerade ein bisschen weiter aufzubauen. Deswegen machen wir das auch gemeinsam und diskutieren diverse Trades, die wir oder er und ich und andere Mitglieder dieser Gruppe dann auch machen. Es ist eine Frage drinnen, aber das ist nicht wirklich eine Frage, sondern Herrn Roscher, Peter Roscher, bitte die Frage ausformulieren, dann werde ich es gerne mit aufnehmen, also einfach reinschreiben und ich sehe dann, dass das auch gleich kommen. Gut, Carsten, mit was möchtest du beginnen? Ja, kurz zu mir. Die meisten kennen mich wahrscheinlich von dem Agina Trader. Sage ich mal, letztendlich bin ich da der Experte für die Einstellung und sage ich mal, Arbeitsplatzerstellung, Strategieumsetzung und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch eine eigene Strategie. Das nennt sich Perlentauchen. Letztendlich deshalb, weil wir vom Index über Unterindizes, über Branchen zu entsprechenden Aktien kommen, die dann gehandelt werden. Und dieser Beginn quasi dieser Strategie, den möchte ich mit Ihnen teilen. Und zwar ist es im Endeffekt die Einschätzung der Indizes. Und das muss ich jetzt allererst machen. Wo befinde ich mich da? Wie sieht mein Chance-Risikoprofil aus? Und wie kann ich das dann später in Einzelaktien umsetzen? Und dazu gehört natürlich die Indexanalyse. Und da schalte ich doch einfach mal um auf den Arbeitsplatz. Das haben wir schon. Genau. Das ist übrigens der Arbeitsplatz, den Sie bei mir gerne kostenlos anfordern können. Der sieht dann auch eins zu eins so aus. Egal, ob Sie jetzt Kunde bei FX Flat Pro, FX Flat oder bei CapTrader sind. Diesen Arbeitsplatz können Sie bei mir kostenlos anfordern und dann werde ich Ihnen den
zusenden. Das machen Sie am besten über meine Homepage und tradercoach.de und schreiben mich einfach an als Kontakt und dann schicke ich die Ihnen zu. Okay, der DAX, ja, den haben wir jetzt hier vor uns und zwar als in dem Fall als CFD-Wert. Und das, was ich hier immer im Chart habe, ist der SMA 200. Wir sehen hier die rote Linie und die Bollinger Bänder. Das ist hier das graue, das äußere und das untere Band. Und in der Mitte der SMA 20, der gehört zu diesen Bollinger Bändern. Und unten das Volumen und dort einen gleitenden Durchschnitt, der ein 10er Durchschnitt ist von diesem Volumen. Mehr benötigen Sie im Endeffekt nicht, um, sage ich mal, eine Einschätzung für diesen Index und für Sie, für Sicherheit festzustellen. Okay, das 13. März war der letzte Termin. Das war quasi, sehen wir hier. Hier an diesem Datum haben wir uns das letzte Mal darüber unterhalten. Ich schreibe ja immer am Wochenende einen Newsletter. Und mache genau diese Einschätzung über DAX, über den S&P 500 und den Nasdaq 100 und zeige jeweils einen Beispieltrade, den wir bei uns in der Gruppe im Endeffekt machen. Und deshalb können Sie halt, wenn Sie sich im Newsletter bei mir anmelden, dann auch natürlich mal sehen, kurz und knapp formuliert, wie ich mich da positioniere. Wir sehen hier am 13. März waren wir halt so in der Korrekturmodus, kurz am 20er abgeprallt, um dann weiter nach oben zu laufen. Danach kam eine schöne Korrektur und hier war ein kritischer Punkt. Man sieht es auch an diesem orangen, an dieser orangen Kerze. Ich kann es mal ein bisschen vergrößern. Warum ist diese Kerze orange? Weil hier ein erhöhtes Volumen vorliegt. Und das sehen wir hier unten. Sagen wir mal, dieser Bar des Volumens, der erhöht ist über dem SMA 10, ist hier bei FX Flat Pro und bei FX Flat kein Volumen, sondern die aufgelaufene Tickzahl innerhalb einer bestimmten Zeiteinheit, in dem Fall dem Tag. Und das war erhöht und das war halt ein, für mich ein signifikanter Punkt und weil der Schlusskurs hier unterhalb dem unteren Bollinger Band war. Und für mich ist es eine Regel, wenn ein Schlusskurs unter dem Bollinger Band stattfindet und der Kurs sich darunter etabliert, das heißt dort per weiteren Schlusskursen drunter bleibt, dann ist ein möglicher Trendwechsel vorhanden, unabhängig von der Markttechnik, weil hier eine Volatilitätsausdehnung in die entgegengesetzte Richtung stattgefunden hat. Das ist aber nicht eingetreten. Und das sieht man auch daran, dass wir hier dieses erhöhte Volumen haben. Und das kann man hier ein bisschen verdeutlichen. Wo ist mein, ja, so, und wenn man sieht hier den Tiefskurs, das Tief dieser Kerze und das erhöhte Volumen, das zeichne ich mir dann meistens ein und das entsprechende Hoch auch, dann sehen wir, dass das halt ein relevanter Bar ist, so, darauf klicken, so, und wir haben danach an dem nächsten Tag einen Umkehrstab. Und danach ging es im Endeffekt ganz straight nach oben. Keiner dachte im Endeffekt, dass hier so etwas passiert. Gerade am SMA 200, sagen wir mal, reagiert der DAX relativ stark meistens in die entgegengesetzte Richtung. Das sieht man ja auch hier. Aber die Börse spielt halt nicht immer so, wie man es erwartet. Und deshalb muss man darauf reagieren, was die Börse tut und was der Markt letztendlich macht. Und dieser Umkehrstab, den man sich ja auch anzeigen lassen kann, wenn man möchte, da mit dem Umkehrstab, den haben Sie ja auch hier drin im Arbeitsplatz. Und der war für mich der erste Hinweis, um mich für Long- und für Short-Positionen jeweils 50% zu positionieren. Ja? Also ich weiß ja nicht an dem Punkt, ob das jetzt hier weiter steigt oder nicht. Es gibt die Vermutung, dass der Markt etwas zum 20er zurückläuft. Diese Vermutung hatte ich, aber ich habe genauso die Vermutung gehabt, dass es eventuell hier weiter runtergeht nach dem Umkehrstab. Und deswegen habe ich mir Long-Positionen wie auch Short-Positionen ausgesucht. Und um dann halt, sag ich mal, in eine Richtung, wenn der Markt losläuft, seitwärts wäre schlecht gewesen,
Aber wenn er jetzt so stark angezogen ist, konnte ich mich halt dort gerade gut positionieren. Das sieht man ja auch an diesem, ja, was ich bei Facebook gepostet habe, an diesem Depotauszug, das ich hatte. Da habe ich relativ viel Werte eingesammelt, nicht aus dem DAX, aber dieser Leitindex DAX gibt einem dann halt und gibt mir sag ich mal, die Indikation dafür, wie ich mich halt verhalte. Und wenn ich merke, dass der DAX gerade im Steigen ist, gerade wie hier raus nach dem Umkehrstab hier im Endeffekt, suche ich mir halt dann in den anderen Indizes, in den Nebenwerten die entsprechenden Aktien aus. Und die Der DAX ist letztendlich, wie gesagt, nur eine Indikation, aber die entsprechenden Werte, die halt aus dem MDAX, TecDAX oder SDAX kommen, die sind halt wesentlich manchmal noch klarer zu handeln und sind in besseren Setups als der DAX. Da würde ich kurz einfach mal eine Frage einwerfen. Ich meine, also 50-50 ist ja schon mal ganz interessant. Ich meine, die, die es vielleicht schon kennen, damit ist gemeint, einfach die Ordergröße um 50% runter, damit man mit weniger Risiko im Markt ist. Aber was natürlich viel interessanter ist, neben dem Ganzen, obwohl die Ordergröße und das Risiko sehr, sehr wichtig ist im Trading, ist natürlich die Frage, wie orientiere ich mich? Wo gehe ich short? Wo gehe ich lang? Ja. Was sind die Werte, die mich, also wie komme ich zu den Werten short und lang? Das ist natürlich die große Frage. Du hast ja ein super System, wie du hier vorgehst, aber vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen. Okay, also letztendlich muss ich halt immer im Index warten, bis halt eine interessante Situation eintritt. Und das war ja eine interessante Situation hier, die dann halt auch totale Aufmerksamkeit erfordert. Das heißt, hier muss ich schauen, was passiert in den nächsten Tagen. Also orientiert sich der Markt unterhalb dieses Umkehrstabs, dann wäre ja die Möglichkeit da, dass er weiter nach unten wegbricht. Oder orientiert sich der Markt hier drüber, dann suche ich natürlich auf jeden Fall etwas, was im Long-Bereich ist. So, und weil ich das ja weiß, dieser Umkehrstab, was passiert da, was macht der Markt danach und danach muss ich halt agieren. Was mache ich dann im nächsten Punkt? Sag ich, gucke mir die anderen Indizes mal an. Das kann man jetzt hier bei FX Flat, die haben jetzt auch den TecDAX drin und den MDAX, aber die sind hier von der Historie noch nicht so weit. Die haben sie noch nicht so lange, aber die sind jetzt mit bei. Kann man das halt auch sehen, ob ich dann halt lieber an den MDAX oder den TecDAX mir noch anschaue und dann die entsprechenden Werte daraus nehme. Ja, das heißt, im Endeffekt schaue ich mir dann den TecDAX an und sage, ist der vom Potenzial besser als der DAX? Dann suche ich mir entsprechende technische Werte für Long Trades raus. Habe ich zu viele Signale, dann werfe ich einen Blick auf die Branchen. Was kann man bei, sage ich mal, wenn man jetzt bei CapTrader ist, letztendlich besser einsehen, weil das dementsprechende ETFs gibt. Und da kann ich mir halt über die Branchen sagen, okay, was ist jetzt gut, Telekommunikation oder ist eher, sage ich mal, die Stromaktien, zum Beispiel RWE läuft zum Beispiel super. Dann schaue ich mir an diese Branche, die stark ist und nehme die stärksten Werte dort raus und schaue mir die an und trade diese dann für Long. Und im Short-Bereich wird dann so ähnlich verfahren. Also so ein Top-Down-Ansatz, ne? Ja, klar. Da kommt diese ja schon eine Frage schon eine Zeit lang drinnen. Ich glaube, du wirst eher ein bisschen dazu kommen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das im Screener bei dem Arbeitsblatt schon eingebaut ist. Und zwar von Peter Roscher, der das Frage ist ja, wenn man nach Stärke natürlich sucht und sich an den stärksten Werten orientiert, dann sind die stärksten Werte, wenn man sie dann halt auf der Landkarte oder halt in der Plattform dann aufmacht, im Chart, dann sieht ihr meist schon irgendwo davongelaufen oder zumindest irgendwo sehr stark schon gestiegen. Und das sind ja alles Werte, die vielleicht interessant sein können. Die Werte, wenn sie am Hoch ist, will man sie natürlich nicht kaufen. Und er fragt sich, wie du das trackst. Also wie bleibst du an den Werten, die gerade stark sind, dran, um dann die Korrektur zu finden? Genau, das ist nämlich genau die Krux. Werte, die eine Zeit lang sehr stark gewesen sind, die
findet man natürlich auch erst, wenn sie das Signal gegeben haben, dass sie stark sind. Also das heißt, im Endeffekt kauft man dann, ne, wie hier, wenn man es im DAX sieht, wäre der jetzt hier oben auf alle Fälle sehr stark, ne, und dann wäre er schon stark gelaufen. Und die Frage ist, wie komme ich jetzt hier in den Markt rein? Ich brauche immer einen Impuls, das heißt über das obere Bollinger Band, um zu sagen, in welche Richtung ich trade. Das habe ich ja, na klar, jetzt ist es nach oben gegangen und nicht weiter nach unten gelaufen. Das heißt, ich gehe long und jetzt muss ich im Endeffekt dann abwarten, bis es zu einer Korrektur kommt. Ja, das ist ja in Markttechnik auch nichts anderes. Und das ist bei mir im Endeffekt so, dass der Wert 2 Tage, 3 Tage zurückfallen muss. Und dann, jetzt ist es ganz wichtig zu sagen, okay, kommt jetzt eine Situation zustande im Chart, die eine gewisse Stärke, und zwar auf kurzfristiger Basis, also im Tag, sich widerspiegelt. Das heißt, da interessiert mich nur der letzte Bar. Ne? Also letztendlich die Stärke baut sich hier über mehrere Tage auf, geht dann wieder verloren. Und jetzt brauche ich einen Impuls auf einen Tag, der mir sagt, okay, jetzt kann ich projizieren, dass der Markt eventuell dreht. Und dafür brauche ich halt einen sogenannten Powerbar, sage ich mal dazu. Oder ein Umkehrstab, ja. Und daraus kann ich dann halt sagen, okay, jetzt könnte ich wieder versuchen, in Long-Positionen einzusteigen. Das ist im Index so, genauso wie in Branchen-ETFs oder auch in Aktien. Es bleibt immer das Gleiche. Also wichtig ist dann, die Werte zu nehmen, zu sortieren in eine Watchlist. Da würde ich gar nicht so viele Werte nehmen. Dann nimmt man halt, sage ich mal, die ersten 10 oder die ersten 20, die man hat, die ja die beste Wochenperformance haben oder die beste Monatsperformance gemacht haben, je nachdem, wie Sie da verfahren möchten. Und dann die ersten 10 bis 15 rüber kopieren in eine Watchliste und dann einfach im Endeffekt warten, bis ein Umkehrstab auftritt. Das wäre jetzt die einfachste Variante oder halt dann so ein Powerbar. Also im Grunde genommen die Vorgehensweise, wie wir es eh schon öfters besprochen haben, von der großen Ansicht des Indiz, der Indizes, um einmal eine Richtung irgendwo zu finden, wie bewegt sich so der Gesamtmarkt, und dann sieht man sich halt die Leitindizes an, weil die natürlich den stärksten Impact haben, in welche Richtung die Märkte laufen könnten. Und als zweiter, wenn man das halt, wenn man die Möglichkeit hat, die Branchen zu berücksichtigen, starke, schwache Branchen, aufgrund der ETFs, wie der Carsten das erklärt hat, dass man sich halt gewisse ETFs sucht mit Technologie, Finanz, Energiesektor oder Lebensmittel. Also es gibt ja genug Branchen, genug ETFs, die man sich da irgendwo in einer Liste dann geben kann, wenn man da dafür Daten bekommt. Und in den schwachen Branchen Short, in den starken Branchen halt dann Short-Werte suchen. Da irgendwo sich darunter skalieren, bis man dann im Chart ist und auf den, wie der Carsten es gerade erklärt hat, den einzelnen Bar achtet. Beziehungsweise ja, die Stärke im Bar, den Impuls nach oben oder nach unten, je nachdem, wie man gerade in den Märkten agieren will. Wenn ihr das jetzt richtig zusammengefasst habt. Ja, das hast du richtig zusammengefasst. Das ist letztendlich so ein bisschen wie beim Angeln. Ne? Wenn ich weiß, dass ich in dem richtigen Teich unterwegs bin, dann macht es auch Sinn, weiter an dem Teich sitzen zu bleiben, wenn da auch Fische drin sind. Und jetzt muss ich im Endeffekt Geduld haben. Das heißt, die meisten sagen dann immer, jetzt steigt der nochmal einen Tag und ich bin nicht dabei in die Aktie. Ja, wenn ich jetzt hier eine starke Aktie habe, die hier schon stark ist, meinetwegen, wie bei dem Index, und steigt am nächsten Tag und ich war nicht dabei, dann ärgern sich die meisten. Da muss man wirklich Geduld haben. Und das passiert natürlich, aber das ist mir eigentlich egal, weil der Wert kommt eventuell zurück. Und wenn nicht, gibt es halt einen anderen Wert, der zurückkommt, dann nehme ich den halt. Ich muss halt warten, bis der Wert wieder zurückkommt. Ja, wenn ich das nicht aushalten kann und sage, ja, ich will jetzt aber hier rein, weil es so ein schöner Punkt ist hier, wenn auch vor dem anderen Hochpunkt hier zum Beispiel, dann kann ich hier auch reingehen in diese Aktie, ohne dass sie korrigiert hat. Aber, und da sage ich mir immer, das Beispiel der Haribo-Tüte, ist die Haribo-Tüte teuer im Supermarkt, dann gehe ich hier mit kleinerem Risiko rein. Dann mache ich den Trade aber nur mit 30% von meiner Positionsgröße. Und dann freue ich mich, wenn es hier raufläuft, und wenn es halt runtergeht, dann habe ich halt auch weniger Verlust, weil ich ja dann weniger gemacht habe. Und wenn er dann korrigiert hat und aus der Korrektur kommt, dann kann ich da auch wieder mit einer höheren Positionsgröße, einem höheren Initialrisiko hineingehen. Das ist also relativ einfach. Wichtig ist nur,
Geduld zu haben. Das heißt, man muss sich die Aktien in eine Watchlist schieben, ja, egal wo man die jetzt hat, im Margina Trader oder einfach sonst wo bei einer anderen Software, sich die aufschreiben und beobachten und warten, bis sie zurückkommt und an einem Tag einen Impuls gibt, mit einer starken Kerze, Umkehrstab oder halt ein Powerbar oder halt in Verbindung mit einem erhöhten Volumen am Tief, ja, so wie wir es hier haben. Das ist eine super Indikation, um dann wieder nach oben zu handeln, wenn genug Volumen aus dem Markt herausgenommen wurde und genug Käufer an so einem Extremkurs da waren. Das ist halt relativ einfach zu erkennen. Man sieht es ja hier an dieser Kerze, da hat es ja auch wieder schön geklappt. Da. Dann gleich eine Frage noch. Es zielt eh genau auf diese Thematik ab. Es ist ja immer schwierig, so diese Entscheidung zu treffen. So dieser endgültige, jetzt lege ich die Order ein, jetzt schicke ich das ab oder zumindest lege ich den Stop einmal über den Bar, über den ich dann reinkommen will, ob ich dann reinkomme oder nicht in den Markt, ist eine andere Frage. Also der Matthias Mayer fragt eben, wann kommt die Order in den Markt? Vor allem, wenn man den Index betrachtet. Wenn der Index bereits diese relevante Bewegung gemacht hat für dich oder schon davor. Und man ganz kurz vorweg, natürlich ein Stück weit nur, wenn diese Bewegung vorhanden ist, aber mit der Bewegung spricht man immer hier von diesen Powerbars, von diesen Impulsen, die dann in der einzelnen Kerze zu sehen sind. Man hat ja hier ungefähr Richtung, wie der Carsten es erklärt und sich auch kurz zeigen kann, ich schätze den Markt ein und ich sehe, der Markt läuft jetzt eher am oberen Bollinger Band, eher am unteren Bollinger Band. Bin ich gesamtmarktlich gesehen jetzt einmal long? Das ist einmal eine wichtige Entscheidung, die man treffen muss in der Analyse, was den Index betrifft. Wenn Sie sich zu Hause noch recht unsicher sind, was das betrifft, dann würde ich wirklich empfehlen, einfach den Newsletter vom Carsten da zu abonnieren. Da haben Sie zumindest jeden Sonntag, Samstag oder Sonntag, beziehungsweise Montag, einmal so eine Analyse drinnen, wie eher die Märkte oder wie die Indizes in seiner Sicht jetzt einmal eingeschätzt werden. Sind wir long, sind wir short, was macht er? Und wenn ihr mal sagt, okay, jetzt bin ich eigentlich im Indizes long und gehe dann als nächste Instanz quasi eine Stufe tiefer und schauen wir die einzelnen Branchen vielleicht an und schauen, okay, ich nehme jetzt aber nur die stärksten Branchen und gehe die long und wenn ich nur long sein will, dann vergiss ich alle Shorts oder ich wähle auch schwache Branchen, die jetzt gerade schlecht performen, für Short Trades aus und wenn ich dann im letzten Chart, also in der Aktie drinnen bin, dann, wie der Carsten gesagt hat, ist es natürlich schön, wenn man jetzt dann einen starken Wert nimmt, der gerade wieder in der Korrektur ist und jetzt danach einen starken Bar auswirft. Also wenn das jetzt eine Aktie wäre, weil diese letzte Kerze könnte ein Impuls werden, der wieder quasi Stärke zeigt, wenn die jetzt vielleicht noch ein bisschen nach oben geht und wirklich als schöner Full Bar abschließt, wäre das jetzt wieder ein Impuls vielleicht nach oben, ja. Und das kann man natürlich auch in den anderen Werten suchen, dass man irgendwo eine Korrektur sieht und dann sieht man wieder eine schöne, starke Impulskerze in einem Markt, den ich generell als Long-Markt einsehe. Und dann handle ich genau den Abschluss dieser Kerze. Sind wir im Tageschart, also wir handeln die abgeschlossenen Tageskerzen und wenn eine Kerze dabei ist, die Stärke zeigt und wir sind long orientiert, dann steigen wir über dieser Kerze ein, genau. Und da wird dann das Stop einfach hingesetzt, wenn man das jetzt so richtig zusammenfasst, genau. Für den Herrn Mayer. Ja, genau. Also letztendlich ist es ja so, dass ich eine Einschätzung des Marktes treffen muss, die auf, sage ich mal, retrograde visuelle Daten im Chart erfolgen. Also wenn ich jetzt hier sehe, dass der Markt hier immer am oberen Bollinger Band gelaufen ist, dann sagt ja die Regel, da wiederhole ich mich vielleicht, aber das ist ja auch wichtig, hat er hier das obere Bollinger Band genommen, schließt darüber und bleibt dann im oberen Bereich, ohne das untere Bollinger Band zu unterschreiten, so bin ich eher immer long orientiert. Ja? Und das passiert ja im Endeffekt genau bis zu diesem Punkt. Und dann passiert es hier, dass ich dann mir sagen muss, okay, das könnte, ich weiß es ja, ich habe keine Glaskugel, jetzt im Endeffekt passieren, dass der Markt hier hochläuft, das hat er auch gemacht und wir hätten hier gedreht. Ja? Und für mich ist es dann einfach eine Indikation zu sagen, schließt die Kerze da drunter unterm Bollinger Band, das ist eine Volatilitätsausdehnung,
in die entgegengesetzte Richtung und da könnte im Endeffekt der Markt drehen. Es ist anders gekommen, aber es ist egal, weil man sich ja dann hier auf diesen Punkt konzentriert und sagt, okay, wenn der wieder zurückläuft durch den Umkehrstab, dann will ich long mit dabei sein, dreht der Markt unter diesen Umkehrstab und geht hier drunter, dann wären viele Trader, die long ausgerichtet waren, auf der falschen Seite erwischt worden. Und dann wäre hier bestimmt wahrscheinlich weitere Verkaufsorder, also Abverkauf erfolgt. Und da möchte ich dann auch dabei sein. Also positioniere ich mich bei meinen Order 50-50 long und short in starken beziehungsweise schwachen Branchen. Und da ich die Einschätzung habe, das sieht man ja jetzt für die Zukunft jetzt gerade, ist der DAX long, ist ja klar, das ist keine Frage. Und nun warte ich kurzfristig im Endeffekt auf meinen Impuls, der mir wieder sagt, go. Und das ist eine sogenannte Powerbar-Kerze, die halt relativ weit oben am Hoch schließt, ja, oder halt ein Umkehrstab. Das ist also mein Indiz dafür. Und da wir jetzt in der Korrektur sind, wäre das, wenn jetzt der Markt, ja, der ist ja jetzt geschlossen mittlerweile, dann ist es im Endeffekt ein Indiz dafür. Es ist nicht ganz ein Powerbar, glaube ich, aber das kann ich jetzt nicht ganz so abschätzen. Aber bei mir sehe ich es auf meinem Arbeitsplatz. Ist auf jeden Fall eine starke Kerze und da könnte ich mir jetzt halt entsprechende Long-Werte raussuchen. Schauen wir mal auf die amerikanischen Märkte. Genau. Man redet, der CFD dürfte, läuft ja noch. Das ist ja der Index und nicht der. Ja, ich gehe jetzt von der Kasse aus, ne? Von 17:30 Uhr. Ja, deswegen sieht man auch jetzt nicht, ob das jetzt was werden könnte, aber gut. Ja, sieht ja sowieso ein bisschen anders aus, ein CFD, ja, als jetzt der Kassamarkt jetzt rein. Schauen wir so, auf den S&P 500. Wenn wir irgendwo bei den Fragen was nicht ganz fertig erklärt haben, dann bitte einfach nochmal reinschreiben. Und ich schaue mir noch eine Frage an vom Edmund Graf. Und zwar, gibt es in den deutschen Aktien auch branchenbezogene Werte wie bei den US-Werten? Also da, ja klar, da schaue ich mir nicht für die Deutschen, sage ich mal, an. Es gibt ja verschiedene Stocks, sage ich mal, Branchen, ETFs. Da schaue ich mir im Endeffekt die europäischen an, weil für Deutschland hat er einfach zu wenig Aktien, um da jetzt mal gute Aussagen in den Branchen tätigen zu können. Da gehe ich über die europäischen ETFs, die im Endeffekt dann genau dieselben Branchen abbilden. Aber da sind halt die Kursstellungen einfach besser, ja, weil da mehr gehandelt wird als so ein Branchen-ETF. Das brauche ich halt, um einen normalen Chart darstellen zu können. Ja. Das zeige ich dann wieder in den nächsten, beim nächsten Webinar. Da nehme ich wieder den CapTrader-Arbeitsplatz und dann kann man halt auch die Branchen letztendlich sehen und die entsprechenden Werte, die dazugehören. Dann kann ich das mal zeigen. Ansonsten ist Amerika super auch mit, entweder nimmt man die PowerShares oder die iShares ETFs, packt sich die zusammen, dann funktioniert das ganz gut. Man kann es relativ einfach abbilden, sage ich mal, auch immer Gina Trader. Ansonsten sind die ja auch online verfügbar, in sämtlichen, selbst bei den Herstellern oder bei den Emittenten findet man dort immer ganz gute Hinweise. Ja. Dann der amerikanische Markt, S&P 500, hat letztendlich auch weiter super performt, ja, ist weiter long, ist über den SMA 200 gelaufen, hat sich darüber, wie man ja sieht, etabliert. Und wir sind immer am oberen Bollinger Band gelaufen. Ja. Hier hat man lange Zeit eine Durchstrecke gemacht. Dann fangen wir hier an, im oberen Bollinger Band zu laufen. Und da hat sich jetzt bis jetzt im Endeffekt nichts geändert. Ich bin dann aber nicht auf die amerikanischen Werte gesprungen, sondern ich habe dann die deutschen Werte gehandelt, hatte aber die gleiche Situation, denn ohne den amerikanischen Markt läuft auch der deutsche Markt nicht so wirklich. Und von daher hat auch derjenige, der jetzt im Endeffekt hier die gleiche Situation hatte, wir sind von oben weg verkauft worden, haben ein erhöhtes Volumen hier und dann einen Umkehrstab auch mit erhöhtem Volumen, etablieren uns nicht darunter an den Tief, wenn man das wieder einzeichnet hier. Ja, sondern im Endeffekt etablieren wir uns da drüber, wir testen hier nochmal an, das ist wirklich bilderbuchmäßig und gehen dann im Endeffekt drüber, bleiben über dem mittleren Bollinger Band, dem SMA 20 und marschieren dann nach oben. Also da konnte man jetzt eigentlich nicht so viel falsch machen.
Die gleiche Situation hatten wir hier auch mit einem erhöhten Volumen, Umkehrstab, das ist im Endeffekt dasselbe. Und das ist im Endeffekt nur eine Einschätzung für mich. Ich sage, wo muss ich denn mich jetzt positionieren und wann wird es denn spannend für mich? Ja? Und jetzt ist es so, okay, wenn man hier mehr Gas gegeben hat, da habe ich mehr Gas gegeben im Portfolio. Je weiter ich hier oben dran bin, da sind schon einige Targets gefüllt worden. Ich habe schon Teilpositionen in diese Stärke hineinverkauft im deutschen Markt. Und jetzt muss ich halt sehen, dass der Markt wieder zurückkommt. Ja, also muss ich auch mal ein bisschen verschnaufen. Wir haben ja, sind ja fast, wenn man mal so richtig mal reinschaut, wir sind schon fast wieder da angekommen. Das ist ja eine wahnsinnige V-Korrektur, die hier stattgefunden hat. Ja, wieder nach oben gelaufen, der Markt. Und der muss auch mal irgendwann durchschnaufen. Aber man weiß ja nicht, wann er durchschnauft. Und wenn ich nur an der Seitenlinie stehe, dann mache ich halt nichts mit. Ja, und Markttechniker, die jetzt hier immer warten, bis jetzt hier irgendwas passiert, die fangen dann wahrscheinlich hier irgendwann an zu handeln, haben das alles versäumt. Man muss sich dann halt dann dementsprechend ein Szenario zurechtlegen und sagen, okay, ich handle das jetzt, weil das in die entsprechende Richtung geht. Das Volumen gibt mir immer einen Hinweis, was passiert hier gerade? Ist das ein tiefenlokales? Wer nimmt denn die Stücke alle auf? Ja, und wenn ich hier long positioniert bin in dem Markt, dann weiß ich ja auch, dass hier irgendwann eine Korrektur kommen kann. Und wenn die unter den 20er geht oder gar unter das Bollinger Band, dann muss ich halt sehen, wie ich mit meinen aktuellen Positionen, wie ich die verwalte. Will ich diese Korrektur mitmachen? Dann weiß ich ja nicht, ob die jetzt hier nur ein, zwei Tage geht oder noch hier weiter runterfallen würde. Das kann ich auch erst danach sagen, wenn es passiert ist. Dann habe ich eventuell meine Gewinne wieder abgegeben. Oder bin mit meinen Positionen, wenn ich eingestiegen bin und long gehandelt habe, halt im Minus. Und deshalb muss ich mir immer wieder die Frage stellen, wie viel Risiko pro einzelnen Trade, wie viel Gesamtrisiko im Depot gehe ich ein und wie gewichte ich das von long und short. Das ist halt wirklich immer ein absolut, wie so ein Grundgerüst, was man sich zurechtlegt und immer sich positioniert und sagt, so viel Risiko möchte ich eingehen, lasse ich einfach mal die Finger weg vom Markt, verwalte ich meine Position, bleibe ich ein bisschen legerer mit dem Stop. Ja. Wenn ich jetzt hier mit meinen Positionen hier oben im Gewinn bin, wie man ja auf dem Screenshot gesehen hat von vorhin, dann ist es im Endeffekt so, dass ich mir dann sagen muss, will ich das jetzt hier wirklich bis hier runter aushalten? Oder sage ich mir, na wieso eigentlich? Mein Setup gibt es ja her, ich verkaufe weiter, setze meine Stops enger, und wenn ich dann wieder flat bin, dann warte ich halt in dem Fall wieder, bis der Markt etwas nachgibt und steige dann wieder nach meinem Setup wieder ein. Denn ich weiß nicht, ob der Markt wirklich einfach hier durchmarschiert. Und da muss ich halt ein bisschen mehr agieren, muss halt öfter mal einsteigen. Aber ich möchte ja auch nicht der sein, der hier der Letzte ist, nachher hier die Tür zumacht, wenn der Markt auf einmal kippt. Ja, das weiß ich auch nicht. Gut, ein paar Fragen sind wieder angekommen. Einige beziehen sich auf deinen Arbeitsplatz unter anderem, den du ja verschickst, also den hier, beziehungsweise die CapTrader-Version auch davon. Das ist ja alles in einem, ja. Genau, aber sind halt so unterschiedliche. Sieht man hier auf dem Arbeitsplatz, hier kann man einfach umschalten, wie man möchte. Genau. Gut. Gehe mit dem Arbeitsplatz nicht so gut aus wie du, aber ein paar kurze Fragen. Der Herr Roscher möchte die iShares Wochen- und Monatsperformance sehen. In dem Fall einfach die iShares, also diese ETFs als Chart öffnen, dann sieht man das ja diese Performance. Und wenn man den Agenda-Trader hat, kann man sich ja quasi diese Daily Performance als Spalte hier einbauen. Kann man ja auch auf Wochenperformance umstellen, wenn man das möchte. Und dann trackt man einfach die Daten von diesen ETFs. Also ist ein bisschen Agenda-Trader-Know-how und halt sie benötigen genau. Die Daten von CapTrader dann eben für diese ETFs und laden die einfach da in den Markt oder in die Software rein. Dann, okay, Datenfeed. Der Herr Klimowski, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ganz kurz mal, Daniel. Ja. Nur zu der Daily Performance, so wie ich es eben gemacht habe, wenn nicht im Video nochmal anschauen, weil es wird aufgezeichnet, so wie ich es eben genau diesen Arbeitsweg nachgehen, auswählen, auf Tagstellen 21 Tage rückberechnet, dann hat man im Endeffekt eine Monatsperformance. Wenn man eine Wochenperformance will, dann muss man hier 4 eingeben.
Und wenn man den Previous Closed hat, dann baut das so hin. Nur als okay. Tipp. Okay. Danke, Carsten. FX-Flag CapTrader als Datenfeld, es sind ja zwei unterschiedliche Ansatzweise. Also FX-Flat hat genauso gute Daten, ist halt eingeschränkt, was die Werte betrifft, je nachdem, was man halt handelt. FX-Flat unterstützt die CFDs, auch CapTrader hat CFDs. Bei FX-Flat sind die Daten halt kostenlos dabei. Bei CapTrader muss man halt für die Daten extra zahlen, entweder direkt bei CapTrader abonnieren oder eben über einen externen Datenfeed. Das ist so der einzige Unterschied. Aber ob es besser oder schlechter ist, gibt es jetzt sicher keinen Unterschied. Ja, ja, man hat halt ein größeres Aktienuniversum. Ne? Das ist halt, wenn man wirklich, sagen wir mal, alle Aktien, ich handle schon immer Aktien und da bin ich, fühle ich mich halt sehr zu Hause im Aktienuniversum. Also klar. Ja, und auch diese EDFs und so weiter, die sind ja bei FX-Flat jetzt nicht enthalten. Also wichtig ist immer zu wissen, was will ich handeln, wie viel Geld will ich ausgeben, jetzt zusätzlich für Daten zum Beispiel, und wie groß ist mein Konto, was das betrifft. Und speziell auf der Kontogröße muss ich ja dann ablesen, wie viel es sich lohnt, nebenbei noch für irgendwelche Gebühren und Kosten für Daten dann aus, wie was ich da überhaupt ausgeben kann. Ja. Und dementsprechend kann ich dann eben zu FX-Flat zum Beispiel gehen und hier CFDs handeln oder vielleicht sogar eher Aktien oder auch Aktien-CFDs bei CapTrader handeln. Das sind dann auch ganz andere Kostenmodelle. Und eben, man muss die Daten für CapTrader in der IB-Station größtenteils noch zusätzlich abonnieren, damit man sie, also End-of-Day-Daten sind ja auch drinnen, aber Real-Time-Daten muss man abonnieren. Und wenn man dann AgenaTrader nutzen will, wenn das jetzt ein Bedürfnis ist, benötigt man Real-Time-Daten, damit man das überhaupt sieht. Also wenn Sie jetzt mit CapTrader verbunden sind, aber es kommen da keine Real-Time-Daten rüber, dann sehen Sie diese Charts nicht. Also Sie benötigen da fix Real-Time-Daten und keine verzögerten. Wenn Sie natürlich die Orders direkt in der TWS aufgeben und Sie orientieren sich End-of-Day, dann reicht Ihnen reichen Ihnen sicher auch die End-of-Day-Daten, die jetzt bei CapTrader für die Aktien mit dabei sind. Ja, wenn Sie da Fragen haben, einfach mich anschreiben über meine Homepage. Moment mal, ich schiebe die kurz rüber, damit man sehen kann. Dann können Sie mich einfach fragen, wenn Sie da Fragen zu haben, Kontakt. Ja, und dann einfach hier reinschreiben, was Ihre Fragen dazu sind, wie Sie das aufbauen möchten. Ich beantworte die Fragen. Bitte nicht denken, dass ich da gleich antworte, aber ich beantworte jede E-Mail sehr gerne, weil ich weiß, dass diese Thematik vielen so auf dem Herzen liegt. Und ja, einfach mich anschreiben. Ja. Eine letzte Frage habe ich vorerst noch von Herrn Mayer. Und zwar, ich schätze mal, das ist auch CapTrader und die Daten, je nachdem. Aber er hat den CapTrader-Arbeitsplatz, aber er sieht bei den Indizes, also den Reiter für Indizes, Index und Intraday CB, sieht er nichts. Also da ist nichts drinnen oder da sind keine Daten, die ankommen. Ja, ist eine gute Frage, warum. Aber ich vermute mal, entweder sind noch keine Werte geladen oder sie haben halt keinen Datenfeed, der ihnen die Daten liefert. Wenn ich das jetzt, das lässt sich aus der Ferne das schwierig machen, aber vielleicht auch, wie gerade der Carsten gesagt hat, wenn man da Probleme hat, einfach mal hinschreiben und vielleicht kann man ja mit einem E-Mail schon helfen. Ansonsten gibt es vielleicht ein anderes Arrangement. Genau. Also das ist halt immer ein bisschen tricky mit den entsprechenden Daten, wo man die herbekommt. Und letztendlich gibt es verschiedene Symbole, die verschieden gemappt sind. Das weiß ja fast jeder AgenaTrader-User. Einfach mal hinschreiben, weil mich interessiert es auch, was letztendlich für technische Probleme, sage ich mal, User haben, weil wir wollen das ja auch möglichst schnell umsetzen. Und sie wollen ja handeln und nicht ewig an der Plattform rumfummeln. Und ja, einfach mal schreiben. Beantworte gerne die Fragen. Ja, amerikanischer Markt. S&P 500. Ja, was soll man dazu sagen? Ist gerade long, korrigiert gerade. Jetzt gibt es für mich im Endeffekt kein Short-Szenario. Ich glaube jetzt im Newsletter, wenn man jetzt mal sieht, ich glaube, wir haben jetzt Mittwoch, also 1, 2, 3 Tage zurück. Das ist die laufende Woche für die drei Kerzen hier.
Die anderen sind im Endeffekt von der Woche 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wir haben hier das letzte Wochentief, das Signifikante. Ja. So, wenn man das im Endeffekt sieht, sind wir seit dem Wochentief 2, noch was Prozent gestiegen. Und wenn das hier runtergeht unter dieses Vorwochentief, das aktuelle liegt ja hier, dann sind wir auch am SMA 20. Das heißt, das wäre so die kritische Bereich. Wenn er da runtergeht, dann werde ich erstmal mit Long vorsichtig, weil dann könnten wir weiter abrutschen Richtung unteres Bollinger Band. Und da warte ich halt dann nicht mehr ab. Dann bin ich gerne bereit, ab hier schon mal ein, zwei Positionen short zu handeln, weil ich brauche von meinem Setup her meistens nur ein, zwei starke Tage. Dann nehme ich schon Teilgewinne mit und lasse den Rest einfach auf mich zukommen, weil ich weiß ja nicht, wie weit der Markt läuft. Ja. Man muss Mut haben, in den Markt zu gehen. Und das ist mit einem entsprechenden Setup sehr gut möglich. Ja. Und von daher kann man jetzt im Moment nur Long spielen. Und wenn es hier in diesen Bereich kommt von diesen 20er und sich der Kurs darunter etabliert, dann ist es sehr gut möglich, dass wir nochmal hier die Tiefs bei 2787 sehen. Und da würden sich ja noch ein, zwei, drei Short Trades dann dementsprechend ausgehen. Und die Longs werden wahrscheinlich dann sowieso ausgestoppt in diesem Bereich, denke ich mal. Außer man hat eine super starke Aktie erwischt. Nicht alle Aktien korrelieren ja auch 1:1 mit dem, also laufen gleich wie mit dem Index. Es gibt Aktien, die laufen völlig diametral, also entgegengesetzt. Und von daher ist das halt von Vorteil. Aber auch Korrelationen in Aktien sind ja nur statistische Erfassungen. Und also meine, sage ich mal, Erfahrungen darin sind, das wechselt ja auch. Also es ist ja nicht so, dass jetzt immer Bayern München Bundesliga deutscher Meister wird, weil sie jetzt immer waren, sondern da kommt auch mal eine andere Mannschaft zwischen. Nicht so häufig, aber ab und zu. Das ist halt das Problem der Statistik. Also ich nehme immer lieber die Gegebenheiten, so wie sie sich gerade im Chart darstellen und handle das dann dementsprechend. Schauen wir mal auf den technischen, auf die war ja vorhin stark, die Nasdaq 100. Und ja, die präsentiert sich ein bisschen stärker als der S&P. Und hier sehen wir im Endeffekt auch genau das Gleiche. Wir hatten hier diese Umkehr mit dem erhöhten Volumen. Der Kurs etabliert sich nur einen Tag kurzfristig drunter, dreht wieder. Und das Signal, was für mich halt interessant war, war halt, ja, das hier, ne? Das ist für mich ein Powerbar. Und wenn der Kurs da drüber geht, also hier suche ich nach diesem Powerbar, suche ich in Aktien entsprechende Werte und in entsprechenden Branchen, wo ich halt long gehen kann. Das war halt eine gute Möglichkeit. Hier hätte man auch noch schön long gehen können. Das wäre auch noch okay, weil wir unter diesem Tief sind. Und danach wird es hier oben schon wieder teuer, weil da möchte ich eigentlich schon wieder weg sein. Wenn das hier oben am Bollinger Band aufläuft, habe ich schon Teilgewinne realisiert. Und jetzt brauche ich ein, zwei Tage, wo es mal weiter runter geht. Ja, also über dem 20er bleibt letztendlich. Und wenn wir wieder die drei Tage sehen, das ist Montag, Dienstag, Mittwoch. Das heißt, hier ist das aktuelle Wochentief. Wenn man das hier mal einzeichnet. Ja, da, zack. Und dann haben wir noch die 1, 2, 3, 4, 5, das liegt genau hier auch, entsprechend nicht umsonst. Das ist letztendlich das Wochentief, das Vorwochentief liegt auch wieder auf dem Niveau vom SMA 20. Das heißt, wenn das gebrochen wird, dann könnten wir schon mal wieder etwas tiefer fallen. Von daher, Long-Ausrichtung klar, für mich im Moment zu teuer, bisschen abwarten, dass es seitwärts geht. Und wenn man hier oben einsteigen möchte und eine gute Aktie findet, ja, es kann ja auch sein, dass man ein gutes Setup findet in der Aktie und sagt, okay, das muss ich jetzt mitnehmen. Weil Aktien, wie gesagt, laufen nicht immer parallel zum Index. Dann nehme ich mein Risiko wieder zurück. Ja, weil es halt für mich nicht so optimal ist. Ich mag halt lieber eine stärkere Korrektur im Preis, nicht auf der zeitlichen Ebene. Und dann nehme ich halt nur 30% Risiko für die Aktien. Dann dürfen es halt auch nicht drei oder vier Aktien sein, sondern nur eine. Einige Fragen an. Ich lese mal durch, aber mach du ruhig mal weiter mit dem Programm. Vielleicht kannst du ja mal den Screener und so weiter zeigen. Sind wir sehr lange nur bei den Indizes gewesen. Genau. Also
letztendlich ist es ja so, dass man auch, wie gesagt, das Ding hier als CapTrader-Angebot nutzen kann. Der Screener ist im Endeffekt genauso aufgebaut. Ja, die Daily Performance kann man ab, ich werde ein Update machen, da kann man hier auch die Monatsperformance und die Wochenperformance sehen. Das können Sie dann kostenfrei wieder bei mir abrufen. Und letztendlich gerne nehme ich mal Anregungen auf. Schreiben Sie mir einfach, was Sie da gerne mal drin hätten. Also was ja auch im Agina Trader normal drin ist als Indikator oder irgendwie, was Sie gerne mit bei hätten. Dann kann ich das mit einbauen in einen nächsten Update einfach mit einbringen. Ja, umso besser, umso komfortabler ist es dann eventuell, wenn es hier mit reinpasst ins Konzept. In den Screener letztendlich projizieren Sie alle Listen hinein, ohne hier oben alle MDAX, TechDAX, SDAX, US-Werte offen zu haben. Weil bei den meisten Usern sehe ich immer, dass sie hier unheimlich viele Tabs oben offen haben und dadurch völlig die Kontrolle verlieren. Sie sollen ja screenen und das soll ja strukturiert vorgehen. Also einfach hier rechts reinklicken in die Spalten, Instrumentliste neu laden nehmen, statische Listen. Jetzt nicht irritieren lassen, das sind hier zum Beispiel jetzt alles meine Sektoren, die geordnet sind. Ja, die sieht man natürlich jetzt nicht, weil die jetzt nicht mit dem entsprechenden Datenfeed verbunden sind, aber auf dem CapTrader-Arbeitsplatz werden die demnächst eingebunden. Dann sieht man hier zum Beispiel die ganzen CFDs bei CapTrader, die letztendlich jetzt nicht nur als CapTrader CFDs deutsch oder amerikanische, sondern direkt den Indizes zugeordnet sind, damit man hier auch einen Top-Down-Ansatz vollziehen kann. Auch hier sieht man, dass man den S&P 500 gestückelt, alle nach CFDs. Sie müssen halt dann nicht die Aktien erst wieder nach einem CFD suchen, sondern sie können direkt in den CFDs halt dann, also sag ich mal, auch screenen. Ja. Und jetzt sucht man sich hier bei FX Flat Pro zum Beispiel jetzt den TechDAX weg, hakt den an, dann geht der da raus und sucht sich jetzt zum Beispiel die Nasdaq aus und dann sieht man die entsprechenden Werte, die FX Flat hier anbietet. Und der screent letztendlich nach Jahreshochs, wenn der Chart so lange das hergibt und aber dann auch die entsprechenden Umkehrstäbe auf Wochenbasis, Umkehrstab auf Tagesbasis und einen Umkehrstab auf Stundenbasis, wenn man möchte. Wenn man sich fragt, wo die anderen Charts sind, dann kann man hier raufklicken und hat letztendlich hier noch einen Wochenchart. Dann sieht man zum Beispiel hier bei der, was ist das hier, Comcast-Aktie, dass die am Jahreshoch notiert und dass die auf Wochenbasis einen Umkehrstab hat hier. Und jetzt kann man sich selber entscheiden, ist es sinnvoll, hier oben reinzugehen, ja oder nein. Und so kann ich mich halt durch die einzelnen Charts klicken und sehe, okay, hier ist auch ein Umkehrstab bei der Dollar Tree. Der ist aber da oben, der ist an der falschen Stelle. Ich habe einen Umkehrstab gerne innerhalb einer Korrektur. Und so kann ich mich halt da durchklicken. Und finde dann auch noch einen Hinweis, wo halt Volumensignal stattgefunden hat. Das sehe ich hier bei der SDX, bei der C-Global Seagate. Ja. Dort habe ich ein ansteigendes Volumen. Und das sieht man im Endeffekt, glaube ich, ist das jetzt hier der Tag, ist das hier das Volumensignal, der Anstieg mit Umkehrstab. Das wäre halt ein schöner Einstieg gewesen. Ja? Auf Tagesbasis Umkehrstab mit Volumen am Tief, ja, darüber die Order reinlegen. Und ich glaube, sie wären schon fast im ersten Targetbereich gelandet. Damit wäre der Trader schon fast risikofrei. Also so kann man halt screenen, wenn man das möchte. Sie können auch Spalten hinausnehmen. Wer nur im Tag arbeiten möchte oder nur Stunde, deswegen habe ich drei Zeiteinheiten. Ich benutze nur den Tag in der Regel, ja, Tag- und Wochenchart. Der Rest interessiert mich persönlich nicht. Ich habe es nur mit reingenommen, damit Sie auch eventuell, wenn Sie einen anderen Ansatz haben, in diesen Zeiteinheiten dort etwas haben. Wenn Sie nur Tag wollen, dann klicken Sie hier oben rauf und dann haben Sie den letztendlich vorliegen, den Chart. Also den Scanner im Endeffekt mit einem Rechtsklick hier rein und dann statische Listen deaktivieren und den entsprechenden Ordner von FX Flat Pro oder FX Flat anwählen. Dann haben Sie halt im Endeffekt die ganzen Screenings da drin. So, noch Frage noch kurz. Dein Stop-Management,
Magst du da was dazu sagen? Also wie versetzt du Stops? Lässt du das automatisch machen? Machst du das manuell? Also wie ich selber Stops setze, das darf man hier vielleicht gar nicht sagen. Normalerweise muss ich ja sagen, man muss immer einen Stop reinsetzen, wenn der Trade nicht läuft. Ja. Da meine Trades eine hohe Trefferquote haben, kann ich mir erlauben, dort keinen Stop zu setzen. Das möchte ich Ihnen aber nicht empfehlen. Das hängt von der Erfahrung ab. Bei Trade-Eröffnung letztlich im Endeffekt ungefähr bei 1,5 ATR, ja, Average True Range, ungefähr mein Stop. Ob der nun mental ist oder real, ist eigentlich egal. Ja. Also Sie sollten den real setzen. Wenn Sie mental stark sind und gute Connection, sagen wir mal, Verbindung zu den Märkten haben, dann können Sie ja Ihren Trade auch betreuen. Also setzen Sie den Stop bei 1,5 ATR ungefähr und dann haben Sie letztendlich ein entsprechendes Stop-Management. Wenn mein Trade letztendlich risikofrei ist, das heißt, wenn das erste Ziel erreicht wurde, dann werde ich mit dem Stop letztendlich sehr leger, weil dann muss ich ja dem Markt die Entfaltung geben, dass er dann auch dahin läuft, wo ich denke, dass er eventuell hingeht. Und dann bin ich halt relativ entspannt mit dem Stop. Das heißt, ich ziehe den nicht so eng nach, weil dann fliege ich zu oft raus bei den Trades. Ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Aber das ist klarerweise was du manuell dann machst. Ich meine, vielleicht wenn der Arena-Trader den Erst-Stop setzt, okay, mit leichter Anpassung, aber so automatische Stoppverschiebung hast du ja nicht dabei. Nein, also auf keinen Fall nutze ich automatisierte Stops im Tagestrade. Da kann man es ja selber, wenn der Markt zumacht, dann kann ich ja den Stop, wenn ich den habe, selbst irgendwo hinschieben. Ich mag es hier zum Beispiel mal so eine Situation, wenn ich den Stop jetzt hier genau hingesetzt hätte, dann wäre ich ja genau am Tief ausgestoppt worden. Und da kann man jetzt mal sagen, ja, ich nehme 3 Ticks mehr oder weniger, das ist eigentlich egal, weil beim nächsten Mal sind es 10 Ticks mehr, die er halt nutzt, um halt sie rauszuschmeißen aus dem Trade letztendlich. Es ist eigentlich egal, es gibt keine goldene Regel, wo man den Stop hinlegt, ja, weil das kann beim nächsten Mal schon wieder anders sein. Deshalb ist es für mich in der Phase, wenn ich den Trade hier schon aus dem Risiko hätte, das heißt einen Teilverkauf hier oben gemacht hätte und diese Korrektur für mich in Ordnung wäre, dann hätte ich hier keinen scharfen Stop drin, weil ich wäre mit der Position hier oben schon, wenn ich meinetwegen hier eingestiegen wäre, sagen wir mal, ich bin hier eingestiegen, habe hier oben mein Target erreicht, dann bin ich mit der Hälfte der Position schon raus, das heißt, ich kann das Ding hier, den Stop hier unten theoretisch liegen lassen und wäre bis hier unten immer noch Break-Even, ja, weil ich ja hier schon Gewinn mitgenommen habe. Wenn man das jetzt mal so sieht, das muss man jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, aber so ungefähr läuft es. Das heißt, ich bleibe dann relativ leger beim Stop, orientiere mich am 20er und lasse das Ding einfach so weit laufen, wie es laufen möchte. Und ich weiß nicht, wie weit der Wert geht, deshalb kann ich mir das erlauben, da relativ leger zu sein mit dem Stop, mit dem zweiten Teil meiner Position. Okay. Eine Frage kommt dann noch, geht auch zurück auf die Wochen- bzw. Monatsperformance von Herrn Roscher. Im Grunde genommen, wie der Carsten es gezeigt hat, wenn man das Previous Close einstellt, dann halt 4 Tage, man muss immer den Null, Tag Null, das ist ja der aktuell quasi abgeschlossene Tag, dazu zählen. Also man zählt immer von Null weg, also Null ist quasi der erste Kerze, dann 1 ist bereits die zweite und wenn man 4 eingibt, hat man 5 Kerzen damit quasi eingefangen. Also bei der Woche dann 4, dann war das 8, glaube ich, eingeben, dann kommt man auf die 10 Kerzen, die man braucht jetzt in einem Aktienchart für eine 2 Wochen Performance zum Beispiel. Und 21 hattest du dann irgendwie oder so beim Previous Close nimmt 21 oder 20 Tage. 20 Tage hier unten eingeben für einen Monat auf Tag umstellen oder 4 Tage eingeben für eine Woche. Genau. Damit müssen wir das dann rausgeben. Ein bisschen herumprobieren. Es schadet ja nicht einmal, mal ein paar Zahlen da einzugeben und das dann selbst ein bisschen nachzurechnen, ob das passt für einen. Dann aber ich mache das gerne mal in einem Form eines Updates. Okay, gut. Dann haben Sie es Monats und Wochen drin.
Okay, dann einfach einmal genau auf ein Update warten, dass der Carsten wieder rausschickt. Aber sonst eben probieren, Learning by Doing und ist am besten, weil man muss sich das Gefühl ja auch ein bisschen dafür bekommen. Ne? Ja, wenn man es dann irgendwann einmal umstellen will, weil man halt eine andere Performance dann noch sehen will, dann steht man wieder an. Also ich glaube nicht, dass der Carsten das alles dann unterstützen kann, jede einzelne Performance, die jetzt irgendwo ein Trader draußen dann sehen möchte. Also es wäre ein bisschen zu viel, glaube ich. Ja, klar. Also es geht ja im Endeffekt, ist es hergeleitet aus meinem Arbeitsplatz, der natürlich wesentlich, ja, sage ich mal, wesentlich komplexer ist als den Sie jetzt hier sehen. Also ich muss ja versuchen, möglichst viele abzuholen, damit die mit den ganz kurz mit den elementarsten Sachen relativ schnell zu einem Ergebnis kommen, wo Sie sich einigermaßen sicher fühlen. Machen Sie sich mal frei davon, immer das ultimative Signal zu finden. Das gibt es nicht. Es gibt kein ultimatives Signal. Wenn Sie so viele Kriterien in ein Signal hineinnehmen, dann bekommen Sie im Endeffekt gar kein Signal oder eins alle 2 Jahre. Ja? Oder Sie haben halt so viele Signale, dass Sie nicht wissen, welchen Wert Sie davon nehmen. Deshalb brauchen Sie ein Ranking-System. Das wird bei fast allen Sachen, die ich immer sehe, vergessen. Also dann wird da dann 5 Minuten noch ein Signal genommen und auf 1 Stunde, das ist ja völliger Quatsch. Wie viele Aktien wollen Sie denn handeln? Wenn Sie in 5 Minuten Chart ein Signal bekommen, haben Sie ein anderes Risikomanagement, da müssen Sie vielleicht mit 20.000 Euro reingehen, dann haben Sie aber noch ein Tageskonto, da wollen Sie 5 Positionen nach 4.000 Euro aufmachen. Wie wollen Sie denn das managen? Also da müssen Sie im Endeffekt sehr viele Untersachen festlegen und fangen Sie mit Tag an zu handeln. Ja, machen Sie nicht den Fehler, im 5-Minuten-Chart rumzudatteln. Das ist wesentlich anstrengender, wesentlich impulsiver. Machen Sie es auf Tagesbasis. Auch da lassen sich super Renditen einfahren. Und für Sie ist es ja auch am Tag wahrscheinlich nicht möglich, das immer mitzuverfolgen. Also ich empfehle Ihnen da wirklich im Tageschart anzufangen. Das ist wesentlich signifikanter. Und auch das ist schon tricky genug. Ja, und von daher weniger Signale. Und wenn man Signale hat, ein Ranking dahinter klemmen, das heißt, wann nehme ich denn welches Signal und welches kommt in welcher Reihenfolge dran? Ja, da gibt es ja halt auch noch gewisse Kriterien. Okay. So, Fragen sind wir mal alle durch. Was das betrifft, die Märkte, Indizes haben wir alle behandelt. Wir sind mal im Screener, wie man den dann reinlädt. Also du hast ja hier, sehe ich nur den Daily Profit halt im Allgemeinen drinnen. Da sieht man schon die stärksten Werte dann halt vom aktuellen Tag, wie sie jetzt gerade performen. Wir gucken mal, hier ist das zum Beispiel ein Fullbar, ne? Also hier zum Genau. Beispiel ein Powerbar. Da schließt der Wert sehr hoch am Hoch. Der Schlusskurs ist sehr hoch am Hoch. Und das indiziert oft, sage ich mal, eine Umkehr. Ja. Was hier nicht so schön ist, dass wir hier schon am unteren Bollinger Band waren, letztendlich da schon 2 Tage drunter geschlossen haben. Er dreht jetzt. Meines Erachtens ist da ein bisschen die Luft raus. Spätestens am 20er, glaube ich, geht da ein bisschen Potenzial verloren. Das heißt, das wäre für mich kein optimales Setup. Ich hätte gerne dann lieber einen Kurs über dem 20er, bevor ich da tätig werde. Aber so kann man schon mal relativ gut vorsortieren. Das kann man halt dann auf Wochen- und auf Monatsbasis genauso machen. Und so kann man schon seine Stärken sehen und dann halt einfach Ruhe bewahren und warten, bis die Werte wieder zurückkommen. Ne? Genau, ja, wenn man sich die Wochenperformance anschaut und den stärksten Wert von der Vorwoche jetzt zum Beispiel für den letzten Tagen sich nimmt oder vielleicht sogar länger zurück, ja, dann hat man ein bisschen eine bessere Übersicht. Im Verhältnis gesetzt natürlich mit der aktuellen Performance eventuell. Ja. Genau. Na, hier beim SAP kann man es ja auch sehr gut sehen. Ne? Also so eine Aktie, die sehr stark gewesen ist, in den letzten, wo haben wir den Hula hier? Sagen wir mal, in den letzten 3 Wochen 8,5%. Und wenn man hier nicht dabei gewesen ist, dann wartet man halt ab. Und dann hat man hier vielleicht ein Setup, okay, dann ist man aber nicht in den Markt gekommen, weil das Gap nach unten. Und jetzt zeigt er ein bisschen Stärke und jetzt kann man sich überlegen, ob man hier drüber einsteigt. Keine Handelsempfehlung, reiner Systemansatz. Ja, dann habe ich ja heute Morgen gehandelt, aber sehr kurzfristig.
Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Das hast du wahrscheinlich aufgrund des Volumens, was wir im Ausverkauf mit ansteigendem Volumen am Tief, hast du wahrscheinlich hier auf kürzerer Zeitebene dann den Long Ja, also Trade gemacht. genau, ja. Auf der Stunde sieht man es dann schöner. Am Tag zwar jetzt irgendwie gefunden, aber dann ziemlich weit unten, also wirklich die letzte schwarze Kerze darüber, dann war der Einstieg. Ja, hier Okay. also ziemlich genau und ist schon wieder gefehlt, also das Target mit ungefähr 1,5 R oder so, ist ja wieder mit draußen, ja. Okay. Okay. Also ich wäre da soweit durch. Ich weiß, das ist ein mega komplexes Thema, aber wenn Sie einmal dort diesen Antrieb haben, mal einen strukturierten Handel vorzunehmen, dann ist das damit wirklich ein Ansatz. Ich werde in den Update Monatsperformance und Wochenperformance mit reinbringen. Da können Sie es halt noch mehr sehen. Das ist ein guter Ansatz. Und dann können Sie das Update anfordern, dann können Sie es einfach drüber installieren. Das ist ja kein Problem, dieses Add-on. Magst du ganz kurz einfach noch einmal deine Webseite zeigen? Ist auch gerade eine Frage erinnern, wo man deinen Screener kriegen kann. Also einfach beim Carsten auf die Webseite gehen und ein E-Mail schicken, sich gegebenenfalls für den Newsletter anmelden und wenn der Carsten sich auf der Liste hat, also entweder ein direktes E-Mail ist natürlich am einfachsten für ihn, glaube ich, aber auch wenn Sie sich beim Newsletter anmelden, schickt er bei Gelegenheit Ihnen einfach diesen Agenatrader-Arbeitsplatz dann raus. Und Ja. ja, tradercoach.de. Genau, besser als einfach anmelden hier bei dem Newsletter, einfach die E-Mail-Adresse eintragen und über den Kontakt einfach, wer den jetzt den haben möchte, den Arbeitsplatz, einfach hier nochmal die E-Mail hinein und ein kurz, ja, Add-on reicht mir, Sie müssen da keine Zeilen schreiben, dann weiß ich nochmal, dass Sie den Arbeitsplatz haben möchten, weil sonst komme ich hier in die Bedrohung, dass manche nur einen Newsletter wollen gar keinen Arbeitsplatz haben. Das kann ich auch verstehen. Ja. Gut. Okay, dann habe ich noch ein Angebot. Ja, genau. Wer letztendlich jetzt sich entscheidet, bei CapTrader FX Flat ein Konto zu eröffnen, kann das über meinen Affiliate-Link machen. Ich bekomme dann dafür Tantiemen, logischerweise. Dafür biete ich aber auch was. Und zwar installiere ich Ihnen, sage ich mal, die Verbindung zum Margina Trader. Sie kriegen eine Coachingstunde von mir und dann letztendlich auch den Handelsplatz. Und genauso, wenn Sie die Andromeda-Version kaufen, dann mache ich das genau das Gleiche. Sie kriegen eine Coachingstunde umsonst und damit haben Sie jetzt schon mal einen guten Einstieg in Ihre Trading-Welt, sage ich mal. Okay. Dann hätten wir eine gute Stunde voran. Also wir haben ja, glaube ich, auch alle Themen gut rübergebracht. Ja, die Ja, vielen Stunde ging Dank für die sehr Daten. schnell vorbei. Für Ja, die stimmt. tollen Fragen vor allen Dingen. Und ich finde es auch ganz toll finden, wenn wirklich da Ideen kommen zu diesem Handelsplatz und dann schaue ich, ob die sich mit dieser Strategie auch ausgehen, weil es geht darum, diesen Handelsplatz für Sie sehr komfortabel zu gestalten. Und da denken mehrere Gehirne einfach besser mit, weil ich habe meinen Handelsplatz schon 1:1 und den ein bisschen einfacher zu gestalten für Sie ist natürlich auch ein tolles Anliegen. Deswegen beteiligen Sie sich daran einfach. Gute Idee. Ja, dann bedanke ich mich bei euch. Das war echt ein super Webinar. Zeit ist wieder verflogen und umso mehr freue ich mich, dass doch so viele dabei waren bei dem schönen Wetter und sie in die Weiterbildung investiert haben. Also da ja, bin ich sehr glücklich drüber und deswegen freue ich mich auch schon auf den nächsten Termin. 15. Mai ist das nächste Webinar mit euch zusammen. Die Aufzeichnung kommt natürlich wie immer so schnell wie möglich online, sowohl bei FX Flat als auch bei CapTrader. Und ich verabschiede mich schon mal von Ihnen, wünsche noch einen schönen Abend, noch eine schöne Restwoche, eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf viele Trades auf. Und ja, ihr beide habt noch das Schlusswort. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Danke Nelson, danke Daniel. Hat wieder Spaß gemacht. Vor allen Dingen, die ganze Sache lebt von Ihren Fragen, ja, weil ich kann alles erzählen, aber ich weiß nicht, wo sitzt bei Ihnen der Schuh letztendlich drückt und ich bin da gerne behilflich. Deswegen schönen Dank für Daniel, an Daniel auch für diese Moderation und ich freue mich schon auf den 10. Mai und schauen Sie mal im Newsletter rein und ja, da wird noch eine Menge kommen. Ich freue mich drauf. Gut, auf meiner Seite einen schönen Abend. Danke fürs Vorbeischauen.
Fragen einschicken. Vielleicht haben Sie ja mal ein Webinar-Thema in die Richtung, die Sie interessieren können. Und wir können das Webinar-Thema auch, also das Webinar mit diesem Thema dann auch ein bisschen steuern, wenn das Leute interessiert. Wir sehen uns vermutlich ja Mitte Mai ist das nächste Webinar wieder. Und bis dahin einen Haufen gute Trades und einen schönen Feierabend. Tschüss. Tschüss.